Tag Nummer 5 beginnt und Katja war in der letzten Nacht unterwegs und hat sehr gute Beute gemacht. Mal schauen, was die Nacht so mit sich gebracht hat. Die Nacht war ruhig. Katja war auf der Suche nach Vorräten und hat einige interessante Dinge mitgebracht. Sehr gut. Und Bruno kehrte zu uns zurück, nachdem er einem verwundeten Mann geholfen hat. Okay, hat aber nichts mitgebracht. Das wiederum ist jetzt nicht so geil. Okay, gut. Pavle, du machst mal die Tomate da rein. Okay, dann warten wir. Lieber Bruno, du darfst etwas kochen für uns, aber wir haben jetzt wieder nichts hiervon. Eins, zwei, dreimal stellen wir uns das her. Jetzt haben wir dann da auch wieder zu wenig Holz natürlich. Ist ja klar. Liebe Katja, leg dich mal hin, aber du hast uns was zu sagen. Wir müssen sicherstellen, dass wir genug Essen für alle haben. Ja, das ist richtig. Bruno hat mir nichts zu sagen und Pavle ebenfalls nicht. So, aber Bruno... Ne, warte mal. Katja, komm mal her. Bruno darf mal Essen machen. Ach, jetzt haben wir nur das eine... Aber ist egal, das darf Katja essen. Weil Bruno hat gestern gegessen. So traurig das auch klingt. Man muss sich halt abwechseln. So. Bruno, hungrig, müde. Tja, schauen wir mal. Ah, okay. Ja, das macht ja Sinn. Wenn der da steht, dann wird sich keine Ratte der Falle nähern. Okay, also, wir haben die Möglichkeit, uns herzustellen, ein Bett, ein Sessel hier mit Brettern zu nageln. Ja, komm, wir machen das. Wir nageln es mit Brettern zu. So, Pavle. Okay, das braucht doch dann einige Teile. Ja, das sind wieder die 5, diesmal 13 und 20. Nun gut, vielleicht. Oh, ich habe etwas zum Tauschen mitgebracht. So, das macht aber meine liebe Katja. Denn die Katja, die kann viel besser handeln. Aber lass uns doch nochmal gucken, was brauchen wir in jedem Fall. Wir brauchen vielleicht Bestandteile. Da können wir uns ja einige von mitnehmen. Dann haben wir die und Holz hatten wir da ja, glaube ich, auch noch in dem Haus. Auf jeden Fall Teile. Wir brauchen noch Teile. So, warten wir mal ab. Was Katja mit dem Menschen hier verhandelt. So, wir haben guck mal, wir bieten einmal das an. Das reicht nicht, versuchen Sie es nochmal. Bist du denn bekloppt oder was? Hallo, guck mal hier, das ist hier voll der strahlende Diamant. So, 4, 6, 8. Das ist wohl ein Scherz. Das reicht nicht. Versuchen Sie es nochmal. Willst du Zucker dafür? Okay, 10 mal Zucker. Dann haben wir jetzt noch ein bisschen Essen, ein bisschen Holz. Dann gehen wir mal weiter handeln. So, lieber Bruno, ich habe etwas zu essen für uns eingekauft. Und Herr Pavle, nee, das brauchen wir erstmal alles nicht. Verlassen, gehen wir hier unten gucken, ob du da was bauen kannst.
Dann stellen wir zweimal das hier her. Dann kann nämlich Pavle essen und Bruno kann essen. So, Pavle bleibt mal hier. Dann isst das einmal. Sehr hungrig ist er jetzt mittlerweile und müde. Ja. Lediglich hungrig ist er. Und Bruno ist ebenfalls hungrig und müde. Alle müde. Wir haben definitiv ein Bett zu wenig. So, mal schauen. Vielleicht kann Pavlo uns ein Bett bauen. Kann er. Dann machen wir das. Dann stellen wir das Bett direkt hier vor die Treppe. Das ist doch schön. Dann könnt ihr alle Heier machen. Also zwei zumindest. Und zwei Betten ist ja schon mal das, was wir brauchen. Gut, und Bruno kann dann in der Zeit mal schauen, was noch geht. Also was wir noch bauen können. Einen Filter können wir bauen. Und wir können einmal Brennstoff bauen. Tja. Wir warten mal bis morgen ab, was die Rattenfalle denn so bringt. Vielleicht reicht mir... Ah, so ein Pech, uns sind die Zigaretten ausgegangen. Vielleicht reicht uns ja eine Rattenfalle. Vielleicht aber auch nicht. Das weiß ich noch nicht. Das werden wir ja sehen. Ach, und ich will auf jeden Fall das hier upgraden. Dann können wir hier die ganzen Schränke alles kaputt hauen, da, was hier so rumsteht. Dann kriegen wir da auch viel Holz. Und mit dem Holz können wir noch die anderen Sachen bauen. Ja, komm, wir legen jetzt unsere Priorität hier drauf. Also. 5, 15, 30 im Prinzip. Boah. 5, 15, 30. Teile, Holz, Bestandteile. Nun gut. Aber Bruno kann mal Heier machen in dem Bettchen, was Katja vorgewärmt hat. So, und einmal schauen, wie sieht's denn aus? Unser Unterschlupf gewährt uns eine Atempause von den Schrecken des Krieges. Wir haben nur einen Stuhl, wir haben Betten und können unter vernünftigen Bedingungen schlafen. Falls jemand krank oder verletzt wird, haben wir einen Ort zum Ausruhen. Wir haben kein Radio, das heißt, das müssen wir auf jeden Fall noch bauen. Wir wissen nicht, was in der Stadt passiert. Genau, uns fehlt es wirklich an Büchern. Okay, ein gutes Buch könnte uns wirklich helfen, die Schrecken des Krieges zu vergessen. Hier zu bleiben ist besser, als in einer völligen Ruine zu wohnen. Das ist gut. Uns fehlt es an Kaffee und Zigaretten. Klar, immer. Und einige Löcher in unseren Wänden wurden mit Brettern zugenagelt, aber es ist immer noch nicht sicher genug. Bedeutet, auch da brauchen wir noch ein bisschen Holz. Nun gut, nun gut. Wie sieht's denn aus mit euch? Einer von euch beiden, also Pavle, wird dann Wache halten dürfen. Habe ich jetzt so entschieden, weil Bruno hat sich ja gerade erst hingelegt. So, liebe Katja. Setz dich doch mal da oben hin, dann brauchst du doch den Bruno nicht beim Schlafen zu gucken. Und die Nacht beginnt. Das lassen wir erstmal. Etwas Teile. Eine Menge Teile. Wir gehen hier hin. Vorbereiten. Wir nehmen das mit, wir nehmen das mit. Und wir gehen plündern. Feuer frei. So, wunderbar. Dann sind wir in dem Haus. Und dann schauen wir mal. Ja, also die brauchen wir. Davon brauchen wir ja also eigentlich 26. Hier ist nichts. Okay, das war ja einfach. Und hier haben wir noch Holz. Da brauchen wir 15 von.
Dann gehen wir einfach rein. Oh, wie sind Sie hier reingekommen? Lass das sofort sein. Okay, warum? Jelena, lauf! Oh nein. Will er mich jetzt hauen, oder was? Leute, immer hier steht, da ist keine Gefahr, ja? Also bitte. Verlassen. Hilfe, Hilfe. Nun gut, jetzt kommt da die Frau, oder wie? Jetzt will die Frau mir auf die Nase hauen. Das ist alles Privatbesitz. Das ist in der Tat vielleicht ein bisschen blöd. Aber was soll man machen, ne? So, Zigaretten, was ist das? Reiner Alkohol. Den nehmen wir. Ah, vielleicht, nee, vielleicht lassen wir den erstmal noch liegen. Okay, so, und da oben, die gehen laufen, ganz freiwillig. So, vier haben wir davon. So, Katja ist noch zufrieden. Vielleicht reicht das ja auch, obwohl wir die beiden hier, berauben. Okay, wir haben 5 Stück davon. Das ist ja das, was wir in jedem Fall brauchten. Dann brauchen wir aber auch noch Holz und Bestandteile. Aber nicht, dass die jetzt hier irgendwie Hilfe rufen oder so. Das wäre in der Tat schlecht. So, das verlassen wir mal. Und dann gehen wir mal runter und gucken, was es dort so gibt. Eine Badewanne und sonst nichts. Kriegen wir die Tür auf? Nein, kriegen wir nicht auf. So, und was ist hier draußen? Auch erstmal nichts. Gut, dann gehen wir wieder hoch. Haben die sich jetzt oben ins Schlafzimmer geflüchtet oder? Tatsache, die haben sich im Bad versteckt. Ja, so ein Verband ist natürlich schon ganz geil, aber lassen wir das ruhig mal liegen. Denn noch ist keiner verletzt und noch haben wir ja ein oder zwei Verbände sogar. Und wir wissen, wo wir es dann herkriegen. Tja. Dann gehen wir mal rein und gucken. Hilfe, Hilfe, ich rufe nach Hilfe. Brauchst du nicht. So. Ja, ihr könnt ruhig hier sitzen bleiben, das ist in Ordnung. Nehmen Sie alles, was Sie wollen. Habe ich vor. Tja, also hier sind sehr, sehr viele Medikamente. Nur nicht das, wo wirklich, was wir alles brauchen. Ah, 2 Stück können wir davon nur mitnehmen. Ja, gut, ist egal. Lass uns ruhig mal die Medikamente dann jetzt haben, wenn wir jetzt keine anderen Teile und so finden können. So. Aber die Tomaten, da gab es ja noch einige mehr von. Und die Tomaten können wir dafür verwenden, um die Rattenfalle zu bestücken. Schauen wir noch mal, wo es die anderen Tomaten gab. Irgendwo habe ich sie gesehen. Bestimmt hier im Kühlschrank. Nein, 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 nein. Habe ich nicht irgendwo noch 3 Tomaten rumliegen sehen? Da ist noch eine Tomate. Was war hier? Ja gut, hier draußen wird wahrscheinlich keine Tomate liegen. Gut, aber ich habe sie auch nicht unter der Couch erwartet. Von daher weiß man es ja nicht. Wir gucken trotzdem. So, das nehmen wir mit.
Wir haben ja noch ein wenig Zeit. Wir haben zwar schon 2 Uhr und je später es wird, umso gefährlicher ist es, dass wir wieder nach Hause kehren. Aber die paar Minuten nehmen wir uns noch, um den Rest mitzunehmen, den wir finden können. Ja, auch hier lohnt es sich dann später nochmal vorbeizuschauen. Eine beschädigte Gitarre. Reiner Alkohol. Den reinen Alkohol, den werden wir brauchen, wenn wir uns Verbände und so herstellen. Okay, ja, das war's. Dann gehen wir nach Hause. So, wir haben die beiden Herrschaften leben lassen. Das ist gut für die beiden. Ich hoffe, dass sich das auch für mich als gut herausstellt, denn wenn ich jetzt hierhin nicht nochmal zurückkommen kann und die ganzen Sachen verloren sind, wäre schlecht. So, wir sehen uns morgen.